wir übers Wetter zuerst. Tornados kennen wir ja hauptsächlich aus den USA, aber auch hierzulande kommen sie immer häufiger vor. Durch mehrere Orte im Saarland ist jetzt ein Tornado gezogen und hat für teils schwere Schäden gesorgt. Die man sieht, ja, wurden auch Dächer abgedeckt und auf den Straßen kam es auch zu sehr starken Behinderungen. Jetzt stehen natürlich Aufräumarbeiten und Reparaturen an und das könnte sich aber alles wirklich hinziehen.